Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Wolf. Ja, wir zocken ein bisschen Minecraft Wolf. Weiter geht's in unserer Höhle. Wir waren ja gerade dabei, Diamanten zu suchen. Und ich reiß mal unser Übernachtungshaus ab. Und davor schnappe ich mir mal ein bisschen Delorium. Für einen Mr. Reaktor. Into Lava du nervst. So. Ich würde mich jetzt ein bisschen hier so... Oh Gott, nein, 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 nein! Nein! What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Oh, WTF. Gut. Ist jetzt alles weg, was wir jetzt hatten? Müssen wir vorne anfangen. Scheiße. Gut, das erste, was wir machen, ist, wir holen Holz. Und verfickte Scheiße, warum laggt es immer so? Ich habe jetzt auch ein Textpack reingemacht, wie man sieht. Sieht ein kleines bisschen schöner aus. So ein Azor-Text, glaube ich. Oder ist es so, oder? Och, was ist das für ein Müll? Oh, scheiße, ey. Wo bin ich denn da reingefallen? Vor allem, ich hab gesneakt. Fällt man da trotzdem rein? So, schnell einen Apfel essen. Machen wir schon mal ein paar Werkzeuge. Alter. So. Schon mal eine Spitzhacke. Wir gehen trotzdem wieder auf Höhlentour. Das ist mir total egal. Wir brauchen das Zeug. Ich rüste mich eigentlich auch direkt wieder aus. Das nächste, was wir machen, ist eine Schaufel. Mehr brauchen wir nicht. Das ganze Essen ist halt jetzt weg, ne? Aber ich glaube, wir stellen auch in der Zeit mal auf. Auf Dings, sonst schaffen wir das niemals. So, die Stöcke, das so. Ein kleines bisschen Kohle. Und das war's. Vielleicht noch Fackeln. So, ein paar. Dann bringt die Kohle auch viel. So, das war's. Jetzt gehen wir wieder los. Oh Mann, ey, das war ein richtiger Fehlschlag. Vielleicht finde ich die Höhle wieder. Denn da waren ziemlich viele Erze drin. Vielleicht sogar Diamanten. Das weiß ja keiner. Wir haben die ja noch nicht komplett erkundet. Aber die erstmal zu finden wäre wieder heftig. Ich brauche erstmal nach oben und tun wir erstmal ein bisschen Kobbel. Kohle. So, jetzt sind mal die Basics. Sorry Leute, müssen wir nochmal von vorne anfangen, aber egal, das kriegen wir hin. Sollte ja nicht unser Problem sein. Und so viel Eis hatten wir auch nicht dabei und zur Not könnten wir auch noch später haben wir. Nein! Auch genug. Irgendwie funktioniert die Shift-Taste hier nicht, kann das sein? Das funktioniert irgendwie nicht. Ah. Wenigstens hatten wir noch 3 Zettel quasi, das ist ja noch die Hauptsache. Ja, jetzt funktioniert sie. Komischerweise. Vorher nicht, oder was? Mann, der war ein Mega-Fail. Geil. Naja, gut. Sollte uns nicht weiter stören. Ich habe erstmal ein bisschen Kohle mitgenommen. Hier, das Zettel Quarz. Vorhin hatten wir einen halben Stack Zettel Quarz. Ich hätte mir auch da eine Turtle machen, ganz klar. Also 2 Spitzhacken. Einmal für den Nether und einmal für hier. Für die Turtle. Gucke ich mir mal an. Ich glaube, einen Raum programmieren kann ich schon. Nur. Das Problem ist, dass die Strip mined, denn die kann auch Strip minen. Und das muss ich mir auch nochmal angucken, wie man das programmiert.
Wenn ich Gold finde, werde ich die aus Gold machen. Die Advanced hat, die hat mehr Platz. Und vielleicht werde ich sie auch noch an eine Kiste ankoppeln. Auch nochmal gucken, wie das geht. Ich glaube, man kann das nicht einfach so anklicken. Ich glaube, die Mod Minions ist hier nicht drin. Ne, ist es hier nicht. Gebe ich hier mal einen Master. Ne, ist hier leider nicht drin. Ich habe jetzt auch auf Englisch gestellt. Für die Leute, die, also für mich ist es besser, also mich zu erkunden, wenn ich mir Sachen raussuche, die cool sind. Ah, hier ist die Schlucht. Ne, das ist die nicht. Wenn ich Sachen raussuche, die cool sind, das ist die, das ist meistens auf Englisch, dann kann ich es nicht direkt sehen. Denn, also da kann ich nicht genau sehen, wie das funktioniert, also gecraftet wird, um das vielleicht fürs Let's Play zu nutzen. Denn, ach, da unten ist ja mein Tod. Da könnte ich ja eigentlich hinlaufen, aber hier ist ja auch nochmal was. Gucken, was hier so ist. Wir sind auf Höhe 35 gerade mal. Ja, die jetzt werden wir hier nicht finden. Aber die ist es vielleicht im Moment auch nicht das wirkliche Ziel. Waterstinks. Shards. Kann natürlich auch mit. Gucken, ob er damit irgendwas ausmachen kann, außer für Tomcraft. Logic Pipes. Thermometer, sonst nichts. Der Thermometer, ja, Tomcraft. Das werden wir sehr wahrscheinlich nicht machen. Ich werde in diesem Modpack nicht Magie machen. Ich werde generell, glaube ich, nicht Magie machen. Ich meine, der Kanal heißt ja nicht. Diesmal nicht sterben. Nicht unnötigerweise, Ingenieurs-LP. Also, da steckt schon was hinter. Hier war ich anscheinend. Ach, hier war ich gerade. Ja, gut. Sind wir wieder am Anfang. Haben wir halt schon mal ein bisschen gefarmt, aber so lange. Ich würde halt super gerne Tias finden. Das ist wirklich mein Hauptziel. Hier war die Lava. Kann ich noch dran erinnern? Die habe ich Eisen übergelassen. Aha. War ich das wirklich? Ein Eisen über der sehe ich hier einfach so. Vielleicht ist hier noch ein anderes im Let's Play. Man muss auch nochmal gucken, ob ich gestern einen lade. Weiß ja nicht genau wen und wann und ob ich es überhaupt mache. Denn da fällt, steckt auch dann immer Arbeit rein für den Server und so. Da muss es nämlich Multiplayer sein. Hier ist ein Gang. Hier drin habe ich, glaube ich, auch die Schlucht gefunden, ne? Ja. Vielleicht finden wir dann wirklich noch Dias, weil hier ist die Chance am höchsten. So. Ich mache uns mal hier einen Spawn Point. Mega Schlucht. Und die Farbe schwarz. Da ist safe. Ne, C, ne, V. Ne, V ist es nicht. Das ist die Karte. Nee, kann ich denn hier nochmal? Hier einfach das, glaube ich, trotzdem. Genau, hier. Zack. Dann close. So. Nein! Oh Gott. Ich wollte nicht nach vorne laufen. Aber wisst ihr was? Jetzt mache ich auf jeden Fall erst die ganzen Lava-Seen mit zu. Das ist mir wirklich hier zu gefährlich. Und das für diesen Kies da. So, zu. Das ist mir wirklich ein bisschen heikel hier drin. Hier ist auch super viel Zeug zu holen, also. So, diesmal werde ich mich übergraben. Diesmal werde ich nicht runterfallen, keine Sorge. Das ist ein starker Ruckler, aber ich halte Shift gedrückt. Boah. Warum es aber diese Ruckler gibt, keine Ahnung. Aber das sollte uns auch gar nicht stören. Wir haben mehr anderes zu tun. Wir haben mehr Erze zu sammeln, um schnell wirklich hier wieder rauszukommen. Wir müssen Diamanten suchen. Das ist die wichtigste Aufgabe.
Hier, ich überlege gerade auch nochmal, automatisches Sagungssystem, Project Red oder ME-System, muss man nochmal gucken. Aber halt, das ME-System braucht Strom und das von Project Red halt nicht. Das ist halt der große Vorteil daran. Und ME braucht ziemlich viel Strom, gar nicht mal wenig. Und jetzt am Anfang, wo wir auch noch längst noch nicht so viel Strom haben, wäre es ja eigentlich perfekt für uns. Ich meine, ich habe keinen Reaktor oder so. Oder mein Ziel ist eigentlich Lava, Strom. Und wenn das nicht ausreicht, werde ich auch was anderes machen. Weiß nochmal genau. Vielleicht wirklich Atom, aber das ist wirklich sehr Materialaufwand. Kannst du schon mal für ein kleines bisschen Energie schon mal 32 Helorium für verbraten. Also das, was sie gerade hier haben. 6 Stück von haben. Hier bringt zwar viel, kostet aber auch viel. Viele Leute sagen aber, das rechnet sich. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so stark. Also, es rechnet sich gar nicht mal so stark. Noch wenn, dann wird es erstmal nicht bei uns sein. Aber ich finde es halt cool, schon mal über die Zukunft von Wolf zu reden. Was wir denn alles so machen wollen. Was kann ich eigentlich hier machen? Suppen. Cool. Nehme ich mir nochmal die zweite mit. Kann ich mir gleich mal Suppen machen. Cool, schon eine Mod-Butan, ja. Und auch riesig. So. Ich weiß, es sollte jetzt erstmal jetzt nicht so ganz ein Silber und sowas abbauen, sondern aber so eher sowas wie Eisen. Aber da haben wir schon mal ein bisschen was. Silber ist eh das Ohr, was wir im Moment am meisten haben. Das ist wirklich heftig, wie viel wir haben. Und leuchtet angeblich auch. So, stellen wir nochmal eine Fackel auf. Hier auch. So ein bisschen Helorium. Kohle nehme ich erstmal nicht mehr mit. Das nehme ich nochmal mit. Und das. So wie das. Das kann man hier mitmachen. Und daraus kann man eine Kupferbarren machen. Also eine unendliche Farm oder was. Ich könnte jetzt quasi eine Kupferbarren machen. Gut. Ach komm, das Silber, das kann erstmal sterben gehen. Das nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Hier ist so viel Silber, das ist unglaublich. Na, wo ist Silber? Welche Höhe sind wir jetzt? 19. Schon mal bessere Voraussetzungen für Diamanten. Nochmal Uranium und Dilurit. Nein, falsch. So, dann hier wird es nicht weitergehen. Ich gehe jetzt ja nochmal hier raus. Das liegt nämlich aber mit. Gut für Kabel. Aber ich hätte, glaube ich, eh die Kabel von Ender.io nehmen. Ender.io ist eh eine super Mod. Da gibt es kein Ziel. Kann man, ist immer so eine Mod, was vielen Sachen hilft. Also hilft. Heftig. Ja. So, hier ist ein bisschen Lava, okay. Ich will nochmal hier rein, nicht die Lava. Ich laufe mal ganz kurz zurück zur Schlucht. Und dort sind ja die Chancen am größten, dass wir Diamanten finden. Nur ein bisschen Gold. Also hier ist doch so viel zu holen. Ich glaube, ich werde hier auch eine Turtle später aufstellen. Wenn wir genug Dias haben. So, und diesmal baue ich schon mal ein bisschen vor. Werden wir nicht gleich reingespült. Wenn ich es auch direkt Lava, könnten wir noch direkt mitnehmen. Hätten wir schon mal ein Portal. Mein Ziel ist ja Lava-Energie. Und dieses so viele Wasser und das ist unglaublich. Ach, Ferris. Ja, hallo Ferris. Liebes Terminal Expansion, seltene Ohr. So. Klapper nochmal die komplette Schlucht ab. Bevor die Folge am besten vorbei ist. Obwohl hier auch sehr, sehr viel Zeug ist. Muss ich zugeben. Und die meisten nehmen wir auch gar nicht mit. Alter, war das ein Lag.
Alter, warum gibt's immer diese Rex, Lex, dass ich immer auf 2 FPS runtergehe? Was ist denn das hier für ein Modpack? So, ich muss mal was Neues craften. Diesmal aus Saphir. Nein, das sollte ich schon aufsammeln. Das ist schon mal 41 Eisen, das ist schon mal ein großer Grundstein. Könnt ihr aus der Hälfte raus schon mal eine Eisenrüstung machen? Oder sowas ähnliches. Dieses Silver Oil. Schwimmen wir mal hier hoch. Gucken, da ist nochmal Jelurit, das brauche ich nochmal ab. Hier. Da ist nochmal ein bisschen Lead. Und ich hoffe, dass wir endlich jemanden finden. Vielleicht ist in der ganzen Hinten noch was. Aber ich sage, es wird zweifeln. Eisen mal das große Ohr für Eisen. Das hier. Warte mal. So. Danke, jetzt geht's schneller. Das nervige Wasser. So. So. Nein, wir haben jetzt jemanden gefunden. Krass. Hätte nicht gedacht. Und mal gucken, wie viele es werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier noch irgendwo welche? 7 Diamanten, das reicht für 2 Spitzhacken. Und dann haben wir sogar noch einen über. Für irgendwas. Alter, krass. Ja gut, dann mache ich uns schon mal eine Diamantspitzhacke. Und hol uns ein bisschen Obsidian. Ich hole mal ungefähr so 15 oder so. Das ist ja geil. Aber nicht hier, weil hier ist noch Restlava übrig. Hier so in so. Da hinten war was. Ja, hier. Hier kann man gut farmen. Ja, geil. Gut, dann fahren wir schon mal ein bisschen Obsidian. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt schon Diamanten finden. Ist ja eine super Folge eigentlich. Wir sterben. Naja, wieso eigentlich gut? Ist ja eher schlecht. Aber wir haben das ganze Eisen dafür mitgenommen. Das hätten wir sonst nicht gemacht. Also war das eher schon gut, dass wir gestorben sind. Und für Zertus Quarz haben wir jetzt, glaube ich, eh wieder. Ja, wir haben jetzt wieder 19. Also, ich werde jetzt noch eine Fackel aufsetzen, wenn hier das Obsidian noch gebaut ist. Ich werde das Obsidian noch abbauen und dann ist dann auch schon die Folge vorbei. Oh Gott, da ist was. Hä? So krieg ich Schaden. Ach, ich bin nur in dem Block da. Und ich glaube, ich habe keinen Eimer, ne? Und ich kann das hier noch abbauen. Und ich kann auch die Lava zubauen. Das geht auch. Ja, ich glaube, das werde ich auch machen. Ach, ich bin schlau. Ich baue es auch mit der Saphir ab. Ich Schlaukopf. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Und nicht abgebaut wird. Und ich keine Risse sehe. So. Zu mit dir. Ich stehe jetzt hier mal auf die 2. So. Gucken, vielleicht ist da ganz hinten, könnte natürlich noch Lava sein, ganz klar. Aber ich sehe auf der Karte noch so viele Lava-Seen, also das ist wirklich unglaublich. Wenn man die alle mal aufsaugen würde, das wäre schon krass. Also ich glaube, ich werde einen Lava-Generator machen. Der wird so aussehen. Also, wir haben jetzt hier die Lava. Und es gibt hier von Industrial Craft einen Lava-Generator. Weiß ich genau, wie der heißt. Es ist aber nicht der hier. Ich guck mal. Add in Industrial Craft. Da, hier. Nee, das ist der Recycler. Induction Furnace. Electric Furnace. Iron Furnace, Thermal Zentrifuge, Kompressor. Die sehen alle so ähnlich aus. Ein Steam Generator, nein. Ist das der Induction Furnace? Wie der gecraftet wird, dann muss ich vielleicht aussuchen. Nee. Thermal Zentrifuge. Pumpe, Miner, oh, Macerator, nee.
Ich sehe das übrigens das genau das gleiche wie der Pulverizer, nur mehr von Industrial Craft. Boah. Na egal, auf jeden Fall, ich gebe mal Generator ein. Vielleicht finden wir den dann. Generator, Steam, Netik. Geothermal-Generator, glaube ich. Ja, der Geothermal-Generator. Und der ist eigentlich gar nicht mal so schwer zu craften. Man braucht halt viele Generatoren. Dann kommt das, also das, um erstmal die Lava natürlich von dem Liter hier reinzukriegen, brauchen wir die Pumpe, die kennt ihr schon. Total easy zu machen, aus einem Tank, der so geht, aus 8 Glas. Und einer einem Minenbohrer, der so geht. Mit einer Iron Pickaxe und einem Iron Gear, was aus Eisen und einem Stone Gear geht, was aus Cobblestone und einem Holz geht, was aus 4 Sticks besteht. Also alles billig. Dann gibt es noch so ein, ich glaube, Tesseract werde ich nicht benutzen, aber trotzdem so ein Tank. Weiß ich genau, wie der heißt, aber den werde ich auf jeden Fall benutzen. Ender. Gucken, ob ich den nicht finde. Aber ich glaube, der ist von Extra Utilities. Extra. Gucken, ob ich den finde. Hier müsste sein mit diesem Maschinenzeug. Ne, hier ist er nicht zu finden. Na egal, auf jeden Fall werde ich den Teleporter-Pipe benutzen. Und ich glaube, unser Aufzug heißt der Elevator. Da, der Elevator von der Blocks. Der geht jetzt in eine Kontrolle. Da werden wir den zusammen benutzen und damit können wir uns dann unser Haus mal porten, also in unserem Keller. Ich habe schon einen kleinen Plan, wie wir es da unten strukturieren. Naja, das war's mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst noch eine Bewertung da mit den Daumen nach oben und unten. Und ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.